Herr Könemann, Sie waren zum ersten Mal Vorsitzender des Branchenparlaments. Hat die heutige Sitzung Ihre Erwartungen erfüllt? Ja, wobei ich natürlich noch nichts dazu gesagt habe, ob meine Erwartungshaltung an die heutige Sitzung hoch oder niedrig gewesen ist. Aber ja, sie wurden erfüllt. Ich hatte mit einer lebhaften Debatte zum Thema Metadatenbank gerechnet. Die Debatte ist auch entsprechend lebhaft gewesen. Ich hatte mir etwas mehr Enthusiasmus bei den Zuhörern erwartet bei der Frage, wer könnten die neuen Mitgliedsgruppen des Börsenvereins sein und wer nicht. Da hatte ich den Eindruck, da waren alle Zuhörer eher so in einer wirklich konsumtiven Haltung und haben brav gelauscht, was der Herr Ulmer erzählt hat. Da fehlte so ein bisschen das Echo da drauf. Und was waren für Sie heute die wichtigsten Punkte, die besprochen wurden? Naja, erstmal, dass natürlich es bei der Generierung neuer Mitgliedsgruppen bleibt. Das ist schon richtig. Das wird also weiter. Der Vorstand hatte also eine Bestätigung heute nochmal erfahren. Und das Zweite ist, dass wir bei der Metadatenbank natürlich den Wunsch des Sortiments haben. Die haben also eine, es gibt eine ganz große Wunschliste, was alles in dieser Metadatenbank drin sein soll. Und diese Wünsche sind bisher noch nicht qualifiziert worden. Sie sind erstmal alle übereinander gelistet. Und jetzt wird man das irgendwann nochmal mit Prioritäten versehen. Und ich hoffe, dass man auch dazu kommt, dass man bei so einem teuren Millionengeschäft dann auch ordentliches Pflichtenheft irgendwann mal erstellt, wenn man das Projekt weiterverfolgt und dann eine ordentliche Ausschreibung macht, um allen Marktteilnehmern, die in der Lage sind, etwas dazu beizutragen, auch die Gelegenheit zu geben, mitmachen zu können. Können Sie noch mal kurz sagen, welchen Nutzen diese Metadaten für das Sortiment und auch die Endkunden schlussendlich haben soll? Ja, über den Nutzen ist man etwas geteilter Ansicht. Das Sortiment hat eine extrem hohe Erwartungshaltung an den Nutzen. Ich bin da etwas skeptischer. Ich glaube zwar, dass das hilfreich ist und dass es auch die Suchfunktion verbessert und somit ein weiteres Hilfsmittel sein kann für das Sortiment. Deswegen unterstützen wir auch inzwischen im Handel dieses Projekt. Aber wir glauben, dass der Nutzen etwas überbewertet ist. Wir glauben nicht, dass letztendlich der wirtschaftliche Nutzen für die Mitglieder so hoch ausfallen wird, wie sich das viele erhoffen.